Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe Let's Play World of Tanks. Und heute ist mal der neueste Zehner, den es derzeit im Spiel gibt, am Start. Und zwar der Badger. Das ist der Ersatz gewesen für den FV-183. Den gibt es ja jetzt nicht mehr im Tech-Tree. Den wird es in Zukunft wahrscheinlich nur noch als besonderen Event-Panzer geben. Und hier haben wir jetzt eben den am Start. Der Badger ist deswegen sehr interessant, weil er zum Tech-Tree ja sehr ähnlich ist. Das heißt, wenn man die AT-Reihe gespielt hat, die Tortoise-Reihe und so weiter und so fort, dann kommt man mit diesem Panzer recht gut zurecht. Denn, ja, man kennt ihn so gesehen halt schon. Er ist nicht schnell, er hat einen hohen DPM, also da einen sehr hohen sogar, hat eine vernünftige Panzerung und man muss sagen, die Panzerung ist in der Tat sehr vernünftig, denn der einzige, in Anführungszeichen, Weak Spot ist hier unten die Frontwanne. Da kommt man mit 230 Durchschlag oder 240 in etwa durch. Alles hier oben braucht aber so um die 330 und so weiter und so fort. Also da ist der recht hart. Also wenn man den so stellen kann, dass die Unterwanne safe ist, dann hat man da ein echtes Problem mit ihm als Gegner. Also von dem her ist das ein durchaus spannender Panzer. Ansonsten ist er eben auch langsamer als die... Oder er ist so langsam, wie man es von dem Tech-Tree gewohnt ist, also auch so wie die Torte und so weiter und so fort. Ein bisschen flinker ist er dann noch, aber jetzt auch nicht so, dass man sagt, mit dem ist man jetzt wieselflink. Der Durchschlag sind 272 mit 480 Alpha. Und wenn das nicht reicht, gibt es Premium mit 320. Und da sind es dann Hardkerngeschosse, die er da am Start hat. Also das ist schon was, mit dem er was anfangen kann. Hat er halt natürlich das wirklich bestmögliche, die bestmögliche Konstellation vor sich, dieses Wrack. Und ja, er kann halt einfach weiterhin wirken, weil man sieht ja, er nimmt so das Wrack, dass er sogar durch den Turm dann oder zwischen Turm und Wanne schießen kann. Das ist natürlich wahnsinnig perfekt. Er ist größtmöglich safe und er kann halt wirken. Also den Dusel muss man erstmal haben, dass man ein Teammate vom Gegner so hingestellt bekommt, dass man damit den Gegner erstmal richtig ärgern kann. So, jetzt konnte er gerade nicht schießen. Aber da will er doch lieber auf den Patriot gehen. Jetzt geht er doch für den T-34 auf die Kommandantenkuppel und das reicht. Und schon 2400 Damage. Jetzt kommt das Mäuschen an. Da ist natürlich die Kuppel oben ganz, ganz einfach zu beschießen. Ist ja riesig. Sieht man hier auch ganz gut an dieser Silhouette mal wieder. Und ich kann es nicht oft genug sagen, aber man muss erstmal das Muscle haben, dass der Gegner den so hinstellt. Also ich bin immer noch baff und sprachlos, obwohl immer es steht aktuell 1:5 für den Gegner. Also da muss man sagen, läuft es gerade für den Gegner sehr, sehr gut. Ja, und jetzt macht er da seinen ersten Kill mit dem T-34. Und jetzt aber schon hinterhalb der Gegner auch durch, kommt er mit einer Maus nämlich hoch. Und da muss er jetzt natürlich sich da umdrehen. Aber auch hier, die Maus und Konsorten werden auf sein Dach wahrscheinlich schießen. Ich denke mal nicht, dass die hier großartig auf die Unterwanne kommen. Hauptgeschütz zwar jetzt beschädigt, aber naja, das geht schon. Bis die Maus aber jetzt hier hochkommt, braucht die ewig und der Jagdtiger, der hat sogar ganz davon abgelassen. Jetzt bekommt er von hinten vom Type 4 schwer noch eine rein. Jetzt ist er ein Stück runtergefahren, dass er nur noch die Maus vor sich hat. Kommandant ist im Arsch, den sollte er sich eigentlich mal wiederholen. Aber er bleibt natürlich hier vorne drauf, klar. So, jetzt fährt er ran, dass die Maus hier einen schlechteren Winkel hinbekommt. Jetzt will er dem durch den Turm schießen. Das weiß natürlich die Maus auch, deswegen den Turm schön quergestellt. Clever auch von der Maus. Aber da hat sie geschossen und dann nicht schnell genug den Turm drehen können. Aber hat man gesehen, die Maus nicht ganz doof. Sein Kommandant hat er immer noch nicht wieder zurück. Entweder er hat es immer noch nicht gerade nicht so auf dem Schirm oder ist einfach so abgelenkt, dass ich denke, scheiß drauf. Wer braucht schon den Kommandant, solange es nicht wichtig ist, bleibt er einfach mal im Panzer liegen. Ja, und man sieht halt selbst mit
normal Munition kommt er hier dem Jagdtiger am Turm durch. Jetzt mal nicht. Jetzt hat er auch Premium vorgeladen, dass wenn er jetzt nicht durchkommt, dann Premium nehmen würde. Aber in dem Fall hat es gereicht. Nächste Granate ist dann jetzt Premium. Auch da nimmt er jetzt, aber wählt er wieder dann in die normale Munition vor. Also er wechselt hier schon nach Bedarf, kann man sagen. Jetzt hat er sein Geschütz wieder zurückgeholt. Mal schauen, ob er das mit dem Kommandant jetzt langsam mal auf dem Zettel hat. Aber sieht noch nicht so aus. Jetzt ist er wieder da. Der Kommandant denkt sich auch, yippie, endlich darf ich auch wieder mitspielen. Jetzt ist nur noch der Bulldog da am Leben und wir können jetzt mal die Runde mal zu Ende gucken, denn hier passiert nicht mehr viel. 9791 Damage hat er gemacht aus einer sehr geilen Stellung, hat einfach den Panzer perfekt eingesetzt und 6000 Damage geblockt und das gerade mal in 6 Minuten. 24 hat die Runde am Ende gedauert. Ich finde es eine sensationelle Runde und mich würde ganz besonders mal interessieren, wie findet ihr denn den Badger? Findet ihr den gut, schlecht, OP, UP? Lasst doch das mal in den Kommentaren und Harry, vielen lieben Dank nochmal für das Replay, schön den Panzer so präsentieren zu können. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.